Spinelli und Ersam AG, Ihr Autohaus mit Stil. Also guten Abend, meine Damen und Herren, zur Pressekonferenz nach dem Spiel FC Zürich gegen den FC Basel. Wir gratulieren natürlich dem FC Basel zu 2:1. Dass zum Fingerpong geht, natürlich mit einem guten Gefühl jetzt nach Hause. Ja, natürlich, weil man ja gegen eine Mannschaft gewonnen hat, die sicherlich gut Fußball spielen kann. Ich denke, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Expo-Super-League-Spiel gesehen. Und beide Mannschaften haben offensiv gespielt, beide Mannschaften haben Torchancen gehabt. Beiden Torhütern kann man nur sagen, hervorragendes Spiel von beiden. Und im Endeffekt hat die Moral gesiegt, denke ich, weil wir in diesem Jahr, nur in diesem Jahr, es kann auch im nächsten Jahr auch sein, hoffe es, aber weil wir in diesem Jahr ein gutes Jahr spielen, weil wir ja, der Charakter, vom Charakter her gefestigt sind und an den Sieg glauben. Ja, und das war der einzige Unterschied. Wir glauben im Moment an den Sieg, und ich denke beim FCZ im Moment ja, nicht ganz so. Obwohl man gut Fußball spielt, die Torchancen vielleicht auslässt. Ja, und wenn man die richtigen Chancen, die Großchancen nicht macht, dann verliert man. So ist das im Fußball, das ist ein altes Gesetz. Okay, ich wünsche dem FCZ alles Gute noch. Ich hoffe, dass sie alle Spiele noch gewinnen werden, weil wir brauchen auch einen guten europäischen Vertreter für nächstes Jahr. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Thorsten Fink. Ich spiele den Ball rüber zu Bernard Chaland. Die Komplimente des Gegners, aber... kein Punkt, ja. Ja, keine Punkte. Bernard, bitte. Nein, das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Erste Halbzeit, das war geteilt, gut. Es waren ein paar Möglichkeiten für die zwei Mannschaften. War sehr, sehr gut, offensiv. Ich glaube, man hat es probiert. FCB war auch sehr, sehr gut, aggressiv, gut. Zweite Halbzeit, wir haben, habe ich gedacht, das Wichtigste gemacht mit diesem Tor. Wir hatten in dieser Zeit alles im Griff, wir haben nicht profitiert und dann hat FCB sehr, sehr gut reagiert, sehr, sehr gut gemacht. Zuerst zwei sehr, sehr gute Torchancen und Leoni war da, aber man hat gesehen, das war sehr, sehr schwierig, immer schwieriger für uns. Und FCB hat ja, mit Moral, mit Klasse auch sehr, sehr gut reagiert. Wir haben noch versucht am Ende des Spiels, aber es fehlt etwas. Es fehlt immer ein wenig. Heute ein wenig in der defensiven Phase nach dem 1-0. Es fehlt vielleicht auch ein wenig in der offensiven Phase, nicht viel. Wir könnten auch andere Tore schießen. Wir haben das nicht gemacht am Ende. Man muss das zugeben, FCB hat sehr, sehr gut gemacht, hat den Sieg verdient, können wir sagen. Und ich will auch gratulieren. Casino Baden. Baden im Glück.